Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow Hearts Covenant. Wir haben in der letzten Folge den guten Nikolai besiegt und dann hat ihn Kato das Genick gebrochen. Aufgrund von... ja... dem Okas Tod. Wir sollen eigentlich... wo sollen wir denn eigentlich hin? Ich hab's vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir gehen jetzt in den Windwald zurück. Wir schauen uns jetzt erstmal gleich nochmal die Beschreibung an, gell? Was hier steht. Damit ich eure Kommentare verstehe. So, Inventar, wichtiges Hauptobjekt. So. Schatz. Wanderer. Kehre zur Gabelung zurück im Irrwald, wo der Wind weht. Es liegt vor dir. Kehre zur Gabelung zurück. Im Irrwald, wo der Wind weht, es liegt vor dir. Ich verstehe es immer noch nicht. Egal, wie ich mich konzentriere. Wenn es nicht um eine Kreuzung geht, soll die Gabelung dann sein, wenn ich in das nächste Dingsbums reingehe? Kehre zur Gabelung zurück. Wo der Wind weht. Es liegt vor dir. Warte mal. Okay, ich habe mir jetzt auch schon das andere, längere Kommentar durchgelesen. Mit einer genauen Beschreibung. Da, wo der Wind weht. Jetzt gehen wir wieder zurück. So, hier liegt schon mal nichts vor mir. Okay, geh mal die nächste Gabelung. Hier ist eine Gabelung. Ach nee, ist keine Gabelung. Mutantenschnecke. Na gut, muss ja nicht reichen, oder? Oh Gott. Reicht doch nicht. Oh. Oh nein. Die haben mich schon das Fürchten gelehrt. Schade. I summon you. Ach, sie sind alle vergiftet. Das ist ja praktisch. Oh nein. Dann kriegt sie halt keine HP, nee, keine Erfahrungspunkte, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir tauschen sie jetzt erstmal gleich aus gegen die Lucia oder so. Sollen wir vielleicht nochmal in den Apuina Tower zurückgehen? Ach nee, bei Lähmung kriegt sie doch was. So, wen nehmen wir jetzt als nächstes mit? Nehmen wir mal Blanca lieber mit. Teammitglieder. So. Jetzt haben wir hier wieder sowas. Es liegt vor dir. Hier liegt überhaupt nichts. Das ist doch der zweite Abschnitt hier, oder bin ich doof? Liegt es vielleicht hier? Hallo? Ab hier.
Oh nee, das schafft Blanka nicht. Nee. Is it over already? So, hier unten waren wir ja schon drin. So, hier ist ja nichts. Malfas haben wir nämlich schon gesammelt. Mir fehlt es an sich nur noch. Oder ist das Blut? Ich habe hier ein Blutjuwel gefunden, tatsächlich. Also, warte mal. Vielen Dank, ihr beiden. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach Yokohama zurück und zeigen ihm das. Hier, eigentlich habe ich ja hier schon... Warte mal, Juri, geh nochmal zurück, bitte. Ich hatte ja an sich schon Blutjuwel, ich hätte sie einfach nur unter die Nase reiben müssen. Hä? Was ist das denn? Tengu? Well, that's that, I guess. Hä? Seit wann kommen denn hier Tengus? Ich hätte gern gegen die gekämpft. Okay, kein Tengu. Gut, wir gehen mal zurück zu Yokohama. Oder nach Yokohama, nicht zu Yokohama. Wo war er denn? Er war auf den Straßen, glaube ich. Ja, ach, wir sollen zum Fremdenfriedhof. Stimmt, da sollen wir hin. Eigentlich, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ist er das? Nee. Den haben wir ja schon eigentlich allen gesprochen. Hier müsste er doch stehen, an der Kreuzung, oder? Ja, einer von den beiden. Du? Ah, Croft. Jetzt fällt mir das erstmal auf mit Lara Croft und so. Ihr, wie ist das? Oh, ja, es ist euer Schatz, mein Freund. Verdammt, jetzt reicht es mir aber langsam. Ihr habt ihn gefunden. Er wollte also noch einen Versuch. Ihr denkt, ich gebe auf? Von wegen. Hier ist mein letzter Versuch. Diesmal geht es um alles oder nichts. Schatz, fertig. Ist das denn wirklich das letzte Mal? Oh ja, aber nur, weil ich keine weiteren Schätze mehr besitze. Aber dieser letzte Code ist besonders schwierig. Diesmal gewinnt ihr nicht. Ja gut, also den einen habe ich ja nur durch Zufall gefunden. In dem Schlachtschiff. Was haben die gemeinsam? Finde die Antwort, finde den Schatz. Gar
Garten neben dem Felsteich. Ich musste jetzt auf Anhieb an dieses, an das denken, wo wir dem Corando seine Mama getroffen haben. Es ist alles Natur. Neben dem Felsteich. Garten neben dem Felsteich. Meint er vielleicht das Zuhause von unserem allerliebsten Freund hier? Guck mal, da überhaupt Rinder? Nee. Weil da war ja auch ein Teich. Garten neben dem Felsteich. Der hat doch auch sowas gehabt. Nee. Nihonbashi. Mukyo an. So, ja, da war ein Teich hier. Garten neben dem Teich. Fels. Sie haben Hundeknochen. Ja, gut, das war jetzt wahrscheinlich nicht mein Dings, aber. Garten neben dem Felsteich. Komm bald wieder zurück, dann können wir zusammen in den Park, ja, Blanka? Haru, klingt gut. Ich hab dir was geklaut. Ah, ihr seid zurück. Was, ihr geht gleich wieder los? Ich verstehe. Kommt mal wieder vorbei, wenn ihr mehr Zeit habt. Yoshiko und ich werden auf euch warten. Okay. Also, hier. Garten neben dem Felsteich. Das hier habe ich gefunden. Stimmt das? Komm, wir gehen mal zurück. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt das Richtige gefunden habe. Oder ob das nur durch Zufall da war. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, glaube ich. Oder ich bin irgendwo gar nicht abgebogen. Stand der überhaupt da, der Typ? Wo ist denn der Croft? Der stand doch hier in der nächsten Karte. Hä, wo ist der Croft hin? Junge, wo ist der Croft? Falls ihr nach dem Typen sucht, der hier gewesen ist, der ist vor ein paar Tagen fort. Er hat etwas über einen Schatz erzählt, den er verstecken muss. Sehr seltsam. Na prima. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt ist er der Schatz oder was, den wir finden müssen. Ich suche jemanden. Der Stinker. Jeder in Yokohama weiß, dass ich alles über Monster weiß. Wie steht's mit Ihnen, Streber? Sie wissen mehr? Versuchen Sie mein Quiz. Beantworten Sie alles richtig, kriegen Sie einen Preis. Ist aber nicht wahrscheinlich. Haha. Geht es mit Monster dann los? Da hätte man bestimmt... Oh. Was? Nein. Oh, sorry. Ich will noch mal. Veronika hat ein Monster beschworen. Was hat es am liebsten? Gib mir das. Wie heißt der Tuxnitschpang von einem Bär von einem Mann, der in Le Havre Holzbalken schwingt? Thank you.
Och, die Schrift geht zu langsam. Welche Form hat das Gefäß, das Astaroth negative Energie, Shoki, enthält? Hä, das war doch ein Hund. Erste Frage, die beiden bekannten Zwillinge, die Veronika beschwört, sind... Hä? Ach, muss man immer zweimal mit einmal drücken, weil der eine hieß doch Pollux. Ach, die Schrift ist so langsam. Wie heißt das wurmähnliche Monster, das Antikörper für Ida Flamme hat? Antikörper? Woher soll ich das denn alles wissen? Wie heißt die Rüstung Kagamikaze? Vivan Akagi Kaga? Oh, das ist zu spät. Sind das die Rätsel der Symbole? Tanmutz, der in Ronda auftaucht, ist halb Mensch, halb... Welches ist das wichtigste Mitglied Geheimloge der von Lenny? Angeführt. Ist das unfair mit dieser langsamen Schrift? Wie heißt das wurmähnliche Monster? So, welches ist das wichtigste Mitglied? Lenny, was ziert den Rücken des Monsters Todesegel aus dem Ader? Periton, der Russland angreift, hat den Körper eines Vogels und sein Kopf ist eine Kuh. Ich war aber zu langsam, aber es war wahrscheinlich auch keine Kuh. Tanmutz. So, Skorpion. Welche Form hat das Gefäß? Hund. Die beiden bekannten Zwillinge. Pollux. Wie heißt Carlas Katze? Andre. Wie heißt die Rüstung? Vivian ist falsch auf jeden Fall. Was hat der Klauenadmiral auf seinem Kopf? Also eine Antenne nicht. Wir müssten uns einfach nur das Monsterlexikon durchlesen, glaube ich. Was ziert den Rücken des Monsters Todesegel? Eine Muschel. Veronika hat ein Monster. Das Blut einer lebenden Kreatur. Nein. Tanmutz.
So, Skorpion, wie heißt die Luftwaffe von Dr. Hojo? Komet. War falsch. War klar. Komet war ein anderes Spiel. Q ist falsch. Hatte ich ja schon mal? Ja, gib mir. Wir sind voll so weit gekommen. Ein Stück rotes Tuch, ein Niki-Tuch, eine rote Antenne, ein Roll. Wie heißt die unbemalte Luftwaffe der Kaiserarmee? Fliegender Bass, fliegendes Boot. Nee. Das sind neue Fragen, verdammt. Wie heißt der Bär von einem Mann, der in... Snitch ist auch falsch. Totenkopf. Der blühende Phönix, der auf dem unsterblichen Berg auftaucht, hat drei Beine? Ach nein, der zwei Beine, das ist doch der andere. Ach, der blühende Phönix, ja klar. Oh, es mag Likör tatsächlich. Wie heißt die Mikasa und Vivon war es nicht? Kaga? Nein. Rotes Digitore auch nicht. André. Wie heißt die Flagge der Underwelt auf dem fremden Friedhof? Pira Pira? Aus welchen Tieren ist das Monster Dreierente in Domremy? Erpel, oder? Ja. Tanmutz, Skorpion. Der blühende Phönix. Zwei? Vier? Hat er nur ein Bein? Mist, lief gerade gar so gut. Der hat echt nur ein Bein. Ein Hund. André. Catherine. Die auftaucht, ist welche Art von Monster? Nee. Ach. Lenny, kennen wir schon. Aus welchen Tieren Erpel, kennen wir auch schon. Wie heißt die Rüstung? Akagi. Wie heißt die? Jetzt geht's wieder los. Fliegende Drohne nicht. Fliegender Merch. Fliegender Bass. Nein. Die beiden bekannten Pollux. Akagi. Vier. Ich hatte doch schon alles benutzt. Zeig noch mehr. Hier, das kann der Wunsch. Ach, da geht's Pause. Ach, hier ist Pause. Auch gut.
Ach, hier, hat die. Alchemist, wie man das. Hier, ich habe doch vorhin eins gedrückt. Das ist doch ein Bein. Okay, ihr Lieben, wir machen damit in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Hinweise. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.